Okay Leute, das ist jetzt das erste Video, was ihr sehen werdet hier nach der langen Pause auf dem Kanal. Und zwar werden wir heute Folgendes machen. Wir packen heute gemeinsam meinen Koffer. Das Problem an der ganzen Sache ist, nicht diesen ganzen Kram da reinzukriegen. Also quasi hier ist mein Koffer, hier. Und hier sind die ganzen Sachen, also ein paar davon, ein paar fehlen halt noch, ein paar nehme ich halt als Handgepäck noch mit. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass 20 Kilo am besten nicht überschritten werden dürfen. Eigentlich sind es 20 Kilo, aber das Problem ist meistens, dass die in der Flüge 20 Kilo haben, 20 Kilo sind glaube ich und 20 Kilo in Amerika. Meistens sind die in der Flüge, die müssen dann quasi von New York in. Deswegen werden wir jetzt einfach mal gucken, wie viel das alles jetzt beträgt. Also ich zeige euch jetzt mal kurz mein Zimmer. Also hier sind noch ein paar Schuhe. Den Pfand muss ich noch wegbringen. Hier sind noch meine ganzen Abschiedsgeschenke. Richtig cool auf jeden Fall. Meine kleine Nichte hat mir sogar auch Geld geschenkt. Richtig, richtig cool. Grüße an alle, die an mich gedacht haben. Und wie gesagt, hier sind die ganzen Klamotten. Und ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen, was jetzt alles eigentlich übrig geblieben ist von meiner Technik, die ich alles damals besessen habe. Ist das ein richtiger deutscher Satz gewesen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ist hier nur noch mein Fernseher, den habt ihr ab und zu in den Livestreams hinten gesehen, da hatte ich ja manchmal irgendwie ein Bild drauf oder so. Ist eigentlich ein recht guter Fernseher gewesen, den kriegt jetzt mein Bruder. Die Xbox dort ist auch nur noch übrig, die kriegt meine Schwester. Und dann haben wir natürlich hier meinen Laptop noch, der ist auch noch übrig geblieben. Und diesen angegessenen Apfel auch noch. Spaß beiseite. Hier oben haben wir dann noch die Kamera, die ich mitnehmen werde. Ich habe noch kein bisschen geguckt, wie die funktioniert. Richtig dumm, aber egal. Werde ich dann in Amerika machen müssen. Ja, das ist jetzt erstmal soweit alles. Da sind noch ein paar, hier ist noch eine alte Hose. Da sind noch ein paar Unterlagen, die ich mitnehmen werde. Und hier ist das Cash, was ich mitnehmen werde. Das sind 500 Dollar, das muss reichen für das Jahr. Ne, Spaß beiseite. Das ist nur ein bisschen Hartgeld. Also ist viel Geld, versteht mich nicht falsch jetzt. Bloß das ist das, was ich mitnehmen werde jetzt und werde dann halt in Amerika den Rest dann, den ich so benötige. Ich versuche das da hinten jetzt mal alles reinzupacken und dann, denke ich mal, sehen wir uns gleich. Seht ihr mich von hinten? So, jetzt muss ich noch die T-Shirts hier reinkriegen. Schlüpper ganz wichtig. Ja, ohne Schlüpper ist ein bisschen schlecht. Okay, so, jetzt werden wir das Ding hier raufstellen. Mal gucken, wie viel das ganze Ding wiegt. So. Also erstmal anmaken. Ja, Kalorien vom Koffer wollen wir haben. So. Okay. Ich glaube, der ist über 20 Kilo, sagt mir so meine Intuition. Aber wir gucken mal. Geil. Der sieht richtig viel. Okay Leute, ich guck jetzt mal, also ich kann es echt ganz schlecht erkennen, aber ich erkenne da eine 17 oder so, eine 17,9, kann das sein, ey? Guck mal, könnt ihr das erkennen? Wahrscheinlich schlecht, ne? Muss ich mal so drehen. Oh, das ist saudreckig. Aber ich glaube, ihr könnt da so ein bisschen gar nichts erkennen. Also ich lese auf jeden Fall 17,9. Ist auf jeden Fall gut. Hat mir gerade einen Kopf gestoßen. Ist auf jeden Fall gut. Also 17,9 ist okay, sag ich mal. Da sind immer noch jetzt quasi ist noch Gewicht für mein Dings da, für mein Gastgeschenk, das auf jeden Fall noch mitkommt. Ich werde ja
alles jetzt soweit lassen, glaube ich. Also ich werde da nichts Vakuum verpacken. Also ich habe keine Probleme jetzt mit dem Koffer gehabt. Ja. Das war's. Also ich denke mal, das war's jetzt vom Video. Ich werde euch jetzt zum Schluss, denke ich mal, noch mein Gastgeschenk einblenden. Das nächste Video, denke ich mal, wird dann sein, wenn ich es schaffe oder wenn ich da irgendwie die Möglichkeit habe, werde ich natürlich in New York drehen. Also drehen. Werde ich ein paar Aufnahmen machen, ein bisschen was zu erzählen. Und ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich erst in St. Louis wieder. Ja, ansonsten, wie gesagt, schaut gerne bei Twitter, Instagram und ja, Snapchat oder so vorbei. Würde ich mich drüber freuen. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir hören uns demnächst, denke ich mal, gleich wieder. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.